Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Behind Two Souls mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Warum ist hier Strom? Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Was war denn das mal für ein Gebäude? Auf jeden Fall interessant, dass hier... Was ist das da? Ach, das war nur ein Texturfehler. Sind die Fenster kaputt? Warum sind die nicht gleich in dieses Gebäude gezogen und leben unter der Brücke? Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Die Tür zu. Und zwar alle, außer Jody. War klar. Ich will nur Jody. War klar. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber... Dann sind wir ja schon zu dritt. Ich will mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Und jetzt? Ich weiß nicht. Ach, sie steht da. Ich kann was machen. Ich kümmere mich um die Matratze. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Jetzt? Komm schon, pressen! Pressen! Ja, es ist fast da! Okay! Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen! Der Kopf ist schon da! Ich sehe den Kopf! Jetzt press! Pressen! Oh, ich bin sprachlos. Sie ist da, Tuesday. Ich kenne die Szene ja, oder das hier, aber wenn man das selbst spielt, ist das was vollkommen anderes. Babe. Hä? Habe ich doch gemacht? Verstehe ich nicht. Egal, wir haben es geschafft. Oh, die arme Kleine. Komm zu Mutti. Oh. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du, ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die Arme. Ja. Es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe.
Scheiße, Mann. Zoe? Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Oh. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Okay. Sie ist noch in dem Haus. Pass auf. Wo sind die anderen? Stan, mach auf! Was zu... Oh, ah, sie Gott. Sind in dem Wo Haus geblieben. Anderen? Ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich gehe allein. Aber... Los, raus mit dir! Ist das so eine gute Idee? Hilfe! Aiden. Ich kann noch nicht. Aiden. Hilf mir! Ah, jetzt kann ich. Geh raus, Walter. Sie sind oben, hör dir! Wir müssen hier rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Noch kann ich nicht gehen. Jetzt. Es ist ja nicht nur die Hitze, es ist auch der Rauch. Man kriegt schlecht Luft. Ich wäre hier verloren. Mit meinem Husten, Asthma, Dings hier, keine Ahnung. Das Haus ist marode und alt. Geh durch. Da. Komm schon, Jimmy! Spring! Nein! Ich komm nicht raus! Du kannst! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Mein Gott! Aha. Da kommt schon die Feuerwehr. Links. Okay, geschafft. Ach du Scheiße! Oh, sie hat sich nicht ge- Ich
Denk mal, sie wird Angst gehabt haben und sich nicht rausgetraut. Ah, wo sollen die denn hin, beide? Ich kann doch nicht. Jetzt. Niemand stirbt. Komm, weiter. Komm, denk nach, Jody. Denk nach. Jetzt. Los, raus da. Schnell runter, lauf! Lauf, 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 lauf. Komm, 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 Jody. Uns. Höher, höher. Können wir höher? Wir können noch höher. Boah, ich muss gleich niesen. Hilf mir ein. Mehr drücken kann ich nicht. Jody, Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Die Frage wurde aber schnell beantwortet. Was, Jungs? Nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeif darauf, Happy End. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Kann nichts machen. Hey, 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 lass sie in Ruhe. Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Oh, ist das eine feige Sau. Oh nee. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht. Ich konnte nichts machen. Ich konnte absolut nichts machen. Diese Schweine. Oh mein Gott. Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff. Ich darf nicht wieder. Jody, nein! Bitte bleib bei uns, Jody. Bleib bei uns. Nanu? Geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ah, ich kann doch bewegen. Genau wie eine Krone. Nein, gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jody. Du wunderst mal, du bist nicht wie alle anderen. Ich hab gesagt, das war eine hervorragende Sache. Nein, du wie? Pass gut auf dich auf, Jody.
Ich will nicht, dass hier was passiert. Treffen und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen, so ein Zeug? Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke geboten wird. Und du bist eine Magierin, Jodie. Kann nichts machen. Nicht ins Licht, Jodie! Bin ich tot? Ich kann drauf zugehen. Nee, es geht von alleine. Ist das ihre Geburt? Ja, ich glaube, das war ihre. Das ist mein Baby. Lass mich sehen. Das ist ihre Mutter. Aber sie ist mein Baby. Bring sie mir. Ich hab's mir überlegt. Ich will mein Baby. Bitte. Ich will sie sehen. Ihn? Bitte, lass mich zu ihr. Ach so. Bitte, lass mich zu ihr. Wer war die Frau? Das war deine Warum Mutter. Warum zeigst du mir das? Ist sie meine Mutter? Na, ich denke mal schon. Ach du Scheiße. Ich glaube... Ich glaube, da ist was fehlgelaufen. Aiden? Nein! Ich will nicht zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden. Das war Aiden! Ach ja, erinnert euch mal an diese Stelle, wo sie beim Polizisten saß. Da hatte sie die Narbe am Hinterkopf. Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr her. Oh, sie ist so unglücklich und verzweifelt. Ach so, ich kann was machen. Entschuldigung. Und tot. Rechts. Links. Gucken uns hier erstmal um. Oh. Sie geht wie ein Zombie. Halt. Ich hab den Job. Und dieses kleine Apartment. Ach, Stan! Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jodie. Stan. Wir vermissen dich. Stan war da. Ist hier noch mehr? Da sind bestimmt ihre Sachen drin. Ich schaue mich erstmal. Hier ist ein Fenster. Wo ist sie? In was für ein Krankenhaus da, der. Wir haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Arschlöcher. Arschlöcher.
Da war noch was. Von uns, Jody. Wir alle. Dadurch sind wir immer bei dir. Ich gehe noch nicht zum Schrank. Ich befürchte, da sind ihre Sachen drin. Und das war's denn. Dann sind wir hier raus. Da ist noch ein Bild. Oh. Das ist aber schön. Zoe wird heute 3 Monate alt. Oh Gott. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Entschuldigung. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Eliza. Eliza. Ich gehe mal hier rein. Ich muss mir alles anschauen. Bescheuert, ne? Oh. Schlimm. Oh, dieses Gesicht. Es sieht aber auch, also, klasse aus. War wirklich gut gemacht. Halt. Ich glaube, Ellen Page heißt die junge Dame im wahren Leben, die hier, ja, es wird ja alles per Motion Capturing gemacht und die hier eben die Jodie darstellt. Da ist nichts drin. Hä? Und nu? Jetzt haben wir alles durch, ne? Ich kann ich wieder ins Bett? Ich will ins Bett, ich bin müde. Nee, hier geht glaube ich nichts mehr. Okay. Dann müssen wir durch die Tür. Ja, okay. Nächste Folge. Bis dann. Tschüss.